So, Stunde der Wahrheit. Nach ein paar Runs hier. Ne? Aber, der läuft noch etwas mager. Wir müssten mit der Hauptdüse noch weiter hoch. Das auf jeden Fall. Also Freunde, ich habe gleich was anderes probiert. Und zwar, einer hat mir geschrieben, 70 Kubik und Originalvergaser, das ist unmöglich. Nein, das ist nicht unmöglich. Ich werde jetzt sowieso die Kupplung einmal abstimmen und wir sehen uns gleich. Die Zündkerze ist nicht drehbraun und ich zeige euch, was man mit einem Originalvergaser alles so erreichen kann. Aber wir müssen natürlich den hochdüsen, weil ich habe da gerade eine 72er drin. Wir fahren ja natürlich mit dem Original Luftfilter und ich meine, dass dann 70 Kubik ist, das ist natürlich jetzt nicht wirklich, ja, das sieht kein Mensch, ist alles zugedeckt. Also von daher denke ich nicht, dass man, also da kann man, das ist eigentlich so an sich ein sehr guter Setup für die Straße im legalen Bereich. Also wir haben die Feder raus, das ist einmal eine weiche, die spürt man auch. Jetzt machen wir einmal eine Strong rein und schauen uns das Ergebnis gleich alles an. Die Gewichte passen wir natürlich mit an. Falls bei euch oben der Auspuffhalter auch kaputt ist, ich zeige euch das einmal. Hier oben ist es nicht schlimm. Macht erstmal nur hier unten fest. Und dann macht ihr das zuletzt mit dem Auspuff, weil das hebt am Bocken fest. Also wie man sehen kann, ich kann den ganzen Roller wackeln. Da wackelt gar nichts. Also Freunde, es geht auf jeden Fall los. Roller wird aufgeladen. Ich hoffe, es schneit nicht noch mehr. Oder Spritverbrauch. Ja, wir gehen zurück. Ja, das ist so fett schneit. Glaube ich.
glaube ich nicht. Hat... Nein, ich bin vor weit hinten, guck mal. Ja, fliegt, sag uns das Leid, ich fliege zu gerade. Nein, ich bin stehen geblieben. Nein. Der ist kurz ausgegangen, der ging wieder an. Was? Junge, ich musste gerade mit einer Hand. Alter. Was denn? Alles ausgelaufen. Nein, nein. Der ging einfach aus. Dein Senior. Was? Was ist? Benzin mal leer, oder? Ja. Boah, du musst reindrücken, sonst... Ich hab's direkt gekickt, der ging an. Wie bist du gefahren? 75, danach muss ich abbremsen. Aber, au. Ja, Jasper, nur nicht schwer. Boah, okay, gibt's ein Sekret. AMG das, bitte. Sekret, nicht alle. AMG, wo ich nicht mit dem Benzin rein. Ich bin sehr voll dreckig. Ist egal, jetzt, warte mal. Wir haben wieder gutes Wetter, genau wie gestern. Und dann haben wir die Fahrzeuge geholt und ihr habt es gesehen, es hat geschneit, war sofort alles nass. Hoffen wir einfach heute, dass es bleibt. Also ihr habt es gesehen, gestern im Video, zweite Fahrt hatten wir richtig Probleme. Warum? Weil wir haben hier keine Gummidichtung. Wenn man hier keine Gummidichtung hat und plus das ganze Wasser ist natürlich auf die Zündspule, man kann es auch schon anderen vom Dreck sehen, ja, hatten wir voll viel Zündungsprobleme. Zunächst einmal Vergaser auch, Gemischschraube müssen wir umstellen, ich mache das Ganze und die Tachowelle ist natürlich leider auch am Arsch. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob die Geschwindigkeiten gestimmt haben, weil achte mal darauf, das war so angesteckt, ne? Aber,
Aber man hört, Getriebe ist zu kurz, der kann nicht mehr. Scheiße. Wenn Getriebe, also LC wäre, locker bis P würde der drehen. Willst du fahren? Der fährt schneller. Bis P? Wenn LC-Wert, ja. 100 Pro. Oder mein anderer Roller hat fast bis 0 gedreht. Damaliger Roller. Und ich hatte 100 draufstehen auf Tacho. Das Problem ist, ihr habt es ja selber gesehen, wirklich ab ca. 70 fängt alles an zu vibrieren. Problem ist natürlich, das ist ein AC und wir haben leider die kurze Getriebe drin. Also sprich, bei LC würde natürlich viel mehr gehen. Zum ersten Mal habe ich das echt bemerkt, weil das hört sich auch sehr, sehr merkwürdig an. Man hört wirklich die Getriebe arbeiten. 3, 2, 1, los! Dem auch wie du musst um 80, der fährt nicht mehr wegen Getriebe. Du hörst ab 75, also wenn er hier ist, du hörst nur noch, wie Getriebe arbeitet. Das geht nicht gut. Also entweder, ja, aber das wird immer so bleiben. Ja, das kannst nicht besser machen. Entweder du wechselst jetzt Getriebe und das Ding läuft schneller. Eigentlich geht da mehr. Guck mal, wir haben jetzt ein bisschen schwerere Gewichte reingemacht und wir haben 10 km/h erreicht. Aber wenn wir natürlich noch mehr machen, die Getriebe, die reißt durch, Digga. Die Getriebe. Wenn wir da jetzt noch 10 mehr reinmachen, 10 sage ich, paar Gramm mehr, dann fährt der locker 90, 100, aber dann reißt Getriebe. Ich denke nicht, dass es das alles mitmacht. So, nächster Test. Andere Gewichte. Ein letztes Mal, weil wir haben ein rehbraunes Zündkerzenbild und das ist perfekt. Schaut euch die Zündkerze an. Das ist perfekt. Rehbraun. Und wir haben die goldene Mitte.